So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Foundation Part 5. Wir haben mittlerweile auch alles nummeriert und eine Playlist angelegt, könnt ihr euch alles reinziehen. Das verlinkt in der Videobeschreibung und so weiter. Ja, ich hole euch einmal ein bisschen ab. Also in der letzten Folge, oh ich muss gleich niesen, in der letzten Folge haben wir neue Produktionszweige aufgebaut. Das heißt, wir produzieren jetzt Käse durch unseren Milchhof und unsere Käserei. Und wir produzieren jetzt gewöhnliche Kleidung. Ich wusste Kleidung, aber wie hieß sie nochmal? Ja, über unsere Schäferei, Weberei und dann Schneiderei. Das ging alles sehr gut und simpel und war cool. Wir haben natürlich ein bisschen umstrukturiert. Wir haben die Gebiete ein bisschen neu verlegt. Ich sehe gerade, hier standen noch ein paar Bäume. Die könnten, das kann jetzt weg. Und mit Schiff, nee, Steuerung, Mausrad können wir auch das ein bisschen, habt ihr hier geschrieben, vielen Dank, ein bisschen einstellen. Genau, und ansonsten, die bauen jetzt hier schon ihre Häuser krasser, ja, wir wollen unbedingt 20 bürgerliche bzw. Gemeine haben. Gibt ja gemeinerweise zwei Namen. Dementsprechend haben wir hier schon ein paar krassere Gebäude, die einen Hausrang von 2 haben. Wir haben das Gebäude des Vogtes ein bisschen ausgebaut, damit wir mal ein bisschen mehr Money fassen können. Da will ich diese Folge noch mehr bauen, denn ich glaube oftmals bin ich unachtsam. Wir sind am Cap und ich verliere übel viel Knete, weil ich keine generieren kann. Ja, weil wir voll sind. Wir nennen es Haus der Weasleys. Das wird richtig chaotisch, glaube ich. Das wird richtig heftig. So, die größte Sache aber aus letzter Folge ist diese hier eigentlich. Und zwar habe ich hier einen neuen Produktionszweig aufgebaut. So ein bisschen autark soll der werden. Wo ich mir noch ein bisschen genauer... Also da gab es auch schon, ne? Ich bin eine Folge voraus, was Kommentare angeht. Aber es gab schon viele Kommentare zum dezentralen... zur dezentralen Organisation, wie ich sie fahren soll. Wir müssen mal gucken. Also im Grunde, basically... Was ja auch schon meine Theorie so ein bisschen war, ohne Praxiserfahrung. Wir haben hier unser großes Zentrum, ja. Und dann werden wir wahrscheinlich um solche Beerenbüsche herum zum Beispiel nochmal kleinere, autarkere, dezentrale, spezifische Produktionsstandorte in Deutschland erschaffen. hier an der Nordsee oder Ost. Ebbe und Flut, muss ich mal... Wo gab's Ebbe und Flut? Nordsee, ne? Ja, ja, egal. Ebbe und Flut sind Schall und Rauch. Also der Gedanke ist, dass wir hier unser großes Zentrum haben, was furchtbar unproduktiv ist, weil hier alle krassen Leute wohnen werden, die alle Bedürfnisse gedeckt haben wollen. Und es wird einzelne... dezentrale Produktionsstandorte geben, in denen wir nur Leibeigene haben, die also richtig produktiv sind und die dort alleine leben können. Und wir brauchen dafür kein Dorfzentrum, das habt ihr geschrieben, das war gut, sondern eigentlich nur ein Brunnen und eine Kirche. Brunnen, Kirche, eine Nahrungsquelle, dann sind die davon alleine. So, und dann, aber ich muss ein bisschen Praxiserfahrung sammeln und wahrscheinlich dann auch anhand von Fehlern lernen, wie das so richtig geht, weil... was ich mir schwierig vorstelle, ist, wenn ich dann beispielsweise hier kommt dann unsere fette Holzfäller-Economy hin. Hier wird unser Holz gemacht, ja, beispielsweise. Dann wie schiffe ich das Holz effektiv von hier ins Zentrum? Ja, ja offensichtlich mit Lagerhäusern, aber wie, also wie funktionieren die untereinander? Ja, wie kann ich da Ressourcen shiften? Da muss ich mal gucken. Ob das überhaupt so klappt, wie ich mir es vorstelle. Ja, und ansonsten, wenn ich hier so eine Nahrungsquelle nicht habe, dann könnte ich das beispielsweise mit vielleicht einer anderen Nahrungsquelle machen. Ja, da weiß ich nicht, ob die Leibeigenen das futtern. So. Ist so, ne? Ist so die Frage. Ja, also wir müssen ausprobieren. So, das heißt, heute, ich lass mal weiterlaufen, wollen wir das hier alles fertigstellen, ja. Hier haben wir Holzfäller, die fällen Holz. Dann haben wir hier eine Köhlerei, die aus Holz Kohle machen, da haben wir auch schon 50.
Dann haben wir eine Eisenschmelze, die aus Eisen und Kohle Eisen. Nee, aus Eisenerz und Kohle Eisen erstellen. Und dann haben wir unser Eisenvorkommen. Das wird aber alles noch gebaut. Ich glaube, wie viel? Wir haben 8 Arbeitslose. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier mal unsere Bauhütte irgendwie upgraden. Geht das in ihr selber oder muss ich eine zweite Bauhütte bauen? Ich muss eine zweite Bauhütte bauen. Ist die Frage, ob ich das auch hier mache. Oder ob ich das direkt beispielsweise hier mache. Aber hier werde ich dann nie wieder wahrscheinlich was bauen, wenn ich hier erstmal fertig bin, weißt du? Deswegen wahrscheinlich schon eher hier. Also, das machen wir einfach mal. Ich meine, im Zweifel reißen wir es ab, mein Gott. So, hier vielleicht. Bauen. Instant fertig, krass. 1, 2, 3, zack. So. Das ist gut. Yes. Ah. Den Tipp gab es auch von euch. Aha, das ist ja krass. Also ich kann Ressourcen rechts klicken. Dann sehe ich, wo die... Also das Game ist krass. Also heftig. So, hier werde ich noch ein Lagerhaus brauchen, wo ich Kohle, Holz, also normales Holz, keine Bretter und Eisen und Eisenerz lagern werde. Das heißt... Lagerhaus. Oder hatte ich hier nicht schon eins gebaut? Das hier? Nee, ne? Nee, hatte ich nicht. 2 neue Bewohner. Hier, ist da eine Baustelle? Von der Schmiede. Ach so, ja klar, Schmiede gibt es ja auch noch. Werkzeuge stellen die dann her, aus Eisen und Kohle. Okay, dann mache ich hier mal ein Lagerhaus. Und zwar so. Am besten wäre es, wäre das Lager irgendwie zentral, aber... Ich könnte das Territorium kaufen. Mache ich mal. Zack, ich bin eh fast wieder voll mit Money. So, dann kommst du hier so hin. Können die dann da noch überall lang gehen? Ne, warte mal. Lösche. Das ist der falsche. So. Ja, weiß nicht. Ey, vielleicht auch hier so hin. In Richtung... Ja, weiß ich nicht. Ey. Ist, glaube ich, scheißegal. Ist scheißegal. Machen wir hier hin. Bauen. So, zack. Okay. Da brauchen wir dann noch einen Förster irgendwann, denke ich. So, das wollen wir gerne upgraden. Wir haben halt nur 5 Werkzeuge, ey. Deswegen ist das ja ultra wichtig, by the way. Wir wollen eigentlich, dass das möglichst schnell fertig wird, alles. Damit wir dann mal selber Werkzeuge produzieren, weil wir kaufen ja die ganze Zeit Werkzeuge ein. Das ist so ein bisschen Pain. Okay. So, hier haben wir letzte Mal... noch etwas entdeckt. Was war das? Kupfer oder so? Quarz. Wofür brauchen wir Quarz? Wahrscheinlich für Schmuck oder so. Kann das sein? Kann ditte sein? Ich habe doch hier so... Nee, Fassbinder. Glashütte. Aus Quarz. Stellt Glas her. Aha. Das haben wir neu bekommen. Wahrscheinlich durch die Entdeckung. Ja, und ansonsten Brauerei und Hopfen. Da brauchen wir 20 Bürgerliche. Gold gäbe es theoretisch auch noch. Und Edelsteine. Na gut. Okay. So, ich wollte nochmal jetzt gucken. Attraktivität. Gut, supi. Ja, ich glaube, das hier wird mich früher oder später noch stören. Aber gucken wir mal. Hoppala. So, ja, dann gucken wir uns das mal an und hoppala, spulen wir mal vor, denke ich. Ja, weil eigentlich fehlen hier nur noch die Baumeister. Wo sind die denn? Was machen die denn? Ah, ich hatte hier auch noch richtig viel gebaut. Stimmt, da sind die gerade tätig. Ah, ich habe doch 6 BaumeisterInnen. Wo sind die? Chillt ihr? Ah, ich habe so viel Arbeitslose. Kirche muss ich auch erweitern. Wobei ich habe 100 Zufriedenheit. Es löppt halt richtig, ne? Und das, obwohl wir 20 Bürgerliche haben. Beförderung verfügbar. Aha, wir haben kein Geld. Scheiße. Militärmission, was soll ich damit? Gut, wir wollen jetzt auf 20 Bürgerliche. Wir nehmen da, genau, so einen Bergarbeiter. Da ist scheißegal, da haben wir mehr als genug Steine. Zack. So, dann nächster. Dann nehmen wir
Fisch haben wir halt auch so viel, ne? Holzfäller. Ja, Holzfäller. Zack. So, die Pracht eures Dorfes hat eine neue Stufe an Freischaltmöglichkeiten entsperrt. Yes! Wir haben 20 Bürgerliche. Geil. So, jetzt steht da aber die Pracht eures Dorfes. Die Pracht unseres Dorfes, Digga, ich... Wo steht die? Ist es ein Wert von meinem Dorf? Ich muss das jetzt mal umbenennen. Spandau. Ist ja klar. So. Und ich bin, Herr Knabe. So. Okay. So, also anscheinend hat wirklich unser Dorf eine Prachtstufe, aber die ist anscheinend hidden. Wahrscheinlich ergibt die sich einfach aus den... Ja, wie hoch unsere Bevölkerung ist, so. Okay, würde mich mal interessieren, hier ist schon so ein Ausrufezeichen, ob allein wir jetzt schon neue Gebäude freigeschaltet haben. Und ich gehe stark davon aus. Yes, also klar, wir haben Brauerei, Fassbinderei. Schmiede hatten wir schon vorher. Also, Bier können wir jetzt machen, ne? So, dann hier, Hopfenfarm, Brauerei, ja. Hä, was war nochmal? Achso, Fassbinderei macht... Ja, die stellen die Fässer her. Krass. Ja, klar. So. Okay, also wir können jetzt Alkohol machen. Das war's. Das war's. Aber guck mal, hier kriegen wir schon viele Sachen, wenn wir auch nur einen Bürger haben. Nicht bürgerliche, Bürger. Okay. Gut. Und wir haben eine Steinbrücke und wir haben hier einen Springbrunnen. Das heißt, wir können hier wahrscheinlich eine neue Statue in Auftrag geben. Kann das sein? Warte. Irgendwie ein Projekt. Ne, ich muss das erst platzieren und dann, ne? Aber ich brauche 10 Bürger. Mhm. Gut. Ja, cool. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir so bei der Kirche... Kirche? Neue... Ne, haben wir nicht. Ja, die müssen wir aber auch freischalten. Das hatte ich gesehen. Gut. Also, wir können Alkohol machen. Neue Prachtstufe, Alkohol. Cool. So, dann aber können wir natürlich Sachen freischalten. Jagdhütte. Stelle ich mir sehr gut vor, wenn wir dezentrale, autarke Produktionsstandorte aufbauen wollen. Kostet auch nur 3, wir haben ja jetzt hier noch. Abfahrt. So, dann, das kostet gar nichts, hölzerner Wertum, Zierelemente. Aha, gucken wir gleich. Ist ja eh ein großes Thema. So, dann, Waffenschmiede für 3, Abfahrt. Herrenhaus Steinzett. Geil. Handelsbonus. Erhöht den Handelsbonus um 20% durch die Loyalität des Dorfes Arbeiterschaft. Oh, das hat richtig viel gekostet. Taverne. Verdienter Einfluss für den Stand Arbeiterschaft. Diese Währung wird beim Freischalten neuer Gebäude ausgegeben. Achso, nee. Taverne. Ein Ort zum Trinken und Essen. Tavernenmauer. Ja, ich meine, Taverne Steinzett. Stellt Mahlzeiten aus Wildschwein und Käse her. Oh, okay. Wildschwein ist gar kein... Alles, so. Dann... Ja, Klerusprunk brauchen wir. Okay. Gut, ich lasse mal weiterlaufen. Und jetzt befördere ich Leibeigene erstmal richtig viel. Weil wir haben ganz viele Neuankömmlinge. So. Wie... Also wir haben hier neue Sachen. Gucken wir uns gleich an. Das ist spannend. Ja. Und hier, Leute, ihr müsst jetzt mal Gas geben. Also wirklich, wo seid ihr denn? Ich habe 6 BaumeisterInnen. Hier sind nur 3. Was macht ihr den ganzen Tag? Beförderung. Achso. Müssen die wissen, ne? Sag ich immer. Ja, umso mehr Leibeigene, umso eher muss ich auch wegen Kirche und so aufpassen, ne? Jo, ich sag ja immer Kirche. Das ist, also, ich komme ja ursprünglich aus der Region Braunschweig. Braunschweig-Harz. Und das ist so eine Gegend, da spricht man, glaube ich, die eine der reinsten Formen von Hochdeutsch. Also ist so, ne? Aber ich habe 2 Dinge und ich glaube, das sagen da alle so. Einmal Kirche und nicht Kirche. Auch Kirsche und nicht Kirsche. Das ist so ein Ding. Ich weiß nicht, ob das nur ich bin. So. Und ich versuche hier immer krampfhaft Kirche zu sagen.
Ich sag immer Kirche. Kirche. Wie sagt ihr es? Schreibt es in die Kommentare. So. Okay. Da werde ich jetzt weiter in Auge. Ja, komm. Ich habe noch 2 Tage. Ich mache es einfach am Ende einmal im großen Schub. Hier wird immer noch nicht gebaut. Ich bin langsam sauer. Wir klicken den mal an. Ne, wir wollen jetzt... Doch, also einmal gucken wir uns das jetzt an. So, wird auch markiert schön mit dem Ausrufezeichen was Neues, ne? Da! Waffenstand. Kleines Lager. Kostet 100. Ne, umso mehr Leibeigene, umso mehr Kohle mache ich. Ist klar. Deswegen will ich jetzt hier noch das Maximum rausholen. Und die sind ja trotzdem produktiv. Ey, ich hab noch Zeit. Ich spule mir jetzt vor. Oh. Oh. Mach Geld! Macht Geld! Oh. Scheiße. Na gut. Okay. Militärmission. Ich kack mich voll, wirklich. Gut. Oh, die fällen hier aber das Holz. Ach nee, das war, weil die Platz gemacht haben fürs Lager. So. Ja, die Sachen kosten Geld. Und Königreich-Prunk habe ich jetzt eigentlich langsam genug, ne? Oh, oh, oh. Komfort. Was? Achso, die bauen aber schon. Upgraden schon. Alles gut. Yes. Ja, aber das muss vielleicht bald planiert werden. So, da wird gebaut. So, jetzt gucken wir uns die Kirche an. Kirche, ne? So, Dorfkirche. Oh, wir erwarten schlechtes Wetter. Okay, wir sind aber stacked. Gar kein Problem. Also. Ja. Erstmal... Oh, ich habe hier schon wieder neue Sachen, oder? Jagdgebiet. Ach so, ja, klar. Ich habe ja jetzt ein Taverne und alles. Ja, ja, gut. Okay, gucken wir mal. Das brauche ich dann wahrscheinlich für das, was nach Bürger kommt. Bürgerliche, Entschuldigung. Wahrscheinlich sind es Bürger. Nach Bürgerliche kommt wahrscheinlich Bürger. So. Okay. Während jetzt langsam wieder Geld reinkommt, vergewissern wir uns einmal. Okay. Also für kirchliche Boni, ich brauche 20 Prunk. Ah, ich wollte ja das Gebiet eh kaufen. Stimmt ja, um hier einen richtig fetten Dings hinten ran zu pflanzen. So nehme ich, ne? Ist das jetzt gerade? Ja, oder? So. Höher? Genau. Das wird so eine Kackkirche, Alter. Egal. Löppt, oder? Ist geil, oder? Und dann so, das wird krass. Ja. Ich finde es wirklich schade, dass man die Sachen nicht nacheditieren kann. Weil sowas ja in echt ja auch. Die haben Umbaumaßnahmen durchgehend gemacht. Andauernd werden doch irgendwelche Gebäude, ob das irgendwelche Schlösser sind oder Burgen oder Kirchen. Döme? Dome? Dome, ne? Naja. So, ich sehe schon, ich brauche bald einen Förster. Aber jetzt sind sie angekommen, jetzt arbeiten die. Schmiede, nee, Schmelz ist auch schon fertig. So, Förster. Ah, wobei, ich habe doch hier einen. Kann der nicht einfach, kann ich nicht... Guck mal, der ist ja durchgehend... Der ist ja nicht ausgelastet. Dann kann ich ja einfach nochmal sagen, hier bitte auch. Oder? So. Und abbauen können wir hier auch nochmal mehr. Ja, warte. Ich will hier ein bisschen was sehen. Dann machen wir mal aufforsten. Warte, hier ist der Holzfäller. Nochmal. Machen wir so. Das sollte passen. Was ist hier los? Unzureichende Behausung? Müssen die wissen, ne? So. Okay. Ist der Turm und alles fertig? Ja. Ja, schick. Also. Ne? Ich mache aus den mir gegebenen Mitteln das Maximum.
Also die kann man halt richtig spammen. Wie viel Stoff habe ich denn? Ja, mehr als genug. Ich hänge hier ran, als gäbe es keinen Morgen, bin ich ehrlich. Also wenn ich eins habe, dann sind es Holz und Stoffe sowieso. So, eine Fahne. Ja, so. Wir haben ultra viel Geld, scheiße. Siehste? Das meinte ich. Kleines Lager. Muss ich das irgendwie anknüpfen? Kommt das irgendwo dran? Nö, ne? Dann machen wir mal hier. Und einen Waffenstand machen wir hier so. Ist doch schön. Ist doch schön. So, Abfahrt. Das hat Gold gekostet. So, und jetzt Haus der Weasleys, Digga. Abfahrt. Oh, warte mal. Da war ja auch ein Ausruf. Oh, Leviosa. Oh. Da ist ein richtiges Büro. Da sieht man richtig was. Es wird echt ein verfluchtes Haus. So, dann das hier ist einfach eine kleine Hütte. Das hier ist eine große Hütte. Und das ist ein richtiger Turm, ne? Mit so... Er ist richtig mit Balkon und allem. Und das ist ein richtiger Spitzturm. Schön. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier eine dicke... So. Ziehen das so. Ja. Dann hauen wir das davor, weil wir sind KLUK. So. Das kostet jetzt schon richtig. Dann... Also der hier muss richtig in der Mitte rausknallen, glaube ich. Warte mal. Wie rum drehen wir den? So, würde ich sagen. Warte mal, ich hab einen Plan. Scheiße. Digga. Ja. warte mal. So, oder? Das... ich will wirklich, dass es... Also... Ich will, dass es richtig... weird wird. Ja, vielleicht ein bisschen dahingesetzt. So, vielleicht. Ja, das ist richtig Weasley-Style. So, das kostet jetzt alles zusammen... 135 Stein. Haben wir nicht mal, krass. 55 Bretter, easy. Und 30 Werkzeuge. Das wird ein Bauprojekt. So. Aber wir kaufen ja auch immer gut Werkzeuge ein. So. Und das Geile ist, wir kriegen dadurch ja jetzt ultra viel Prunk für Arbeiterschaft und Space. Also hands down, wir können ja da alles zur Schatzkammer machen, was wir da jetzt bauen. Das ist nice. Aber ich kriege hier gar keine Boten und Aufträge mehr rein irgendwie. Naja. Ja, hier wird geackert, das mag ich. Ja? Wenn ja arbeitet wird. So. Komfortmangel. Ja, aber 1, also 1%. Ah, hier wird auch schon geackert. Da ist sogar alles da. Es muss nur hoch. Ach, deswegen habe ich gerade auch ein bisschen weniger... Nee, Alter, die werden richtig abtransportiert, die Steine. Ach, guck mal, man sieht auch, wenn die unterwegs jetzt sind. Guck mal, da werden jetzt 9 hingebracht zur Baustelle. Gut. Ja, klar. Und hier sind schon so viele auf Lager. Ja, krass, die haben 146 Steine dahin gebracht. Händisch. Ein Bote bittet um Audienz. So, jetzt geht's wieder ab. Moin. Was wollt ihr? Hier fehlt irgendwie im Textfenster, finde ich, was die schon wollen. Das erfährt man nur, wenn man hier drüber hovert. 30 Bären. Ja, zum Klerus auf jeden Fall. Abfahrt. Jetzt sollten wir... Ah, nee. Das war ja jetzt nur Einfluss, kein Prunk. Wir brauchen Prunk, ja. Wir müssen die Kirche richtig heftig upgraden. Majestätisches Meisterwerk, die Glasmalerei. Ihr hohes Ansehen bei Klerus hat einige eurer Dorfbewohner inspiriert und sie möchten zu euren
zu Ehren dieses Ereignisses ein majestätisches Meisterwerk der Glasmalerei bauen. Digga, wir haben noch nie Glas in unserem Leben gesehen. Chillt mal. Also alle, die hier sind, naja. Optionaler Bonuseffekt. Eine neue Handelsroute wurde freigeschaltet. Baubedingung muss ein Bestandteil des Gebäudes sein, in dem sich das große Halle befindet. Okay, warte mal. Also hat das jetzt doch Prunk gebracht? Nee, wir haben einfach nur 50 Einfluss. Das scheint das jetzt getriggert zu haben, oder was? Ja, der macht Einfluss, aber kein Prunk. Wir brauchen bei Arbeiterschaft mal wieder Einfluss. Dann gehen wir da hin, ne? Zack, Abfahrt. So. Okay, aber... Das heißt, wir brauchen erstmal eine Glaserei und Co. Ey, wir können so viel Neues jetzt gerade bauen. Das ist echt nice. Aber... Also, das muss bei... Also, warte mal. Die wollen irgendein... Krasses... Eine krasse Baute oder so... Baute, ein krasses Gebäude bauen zum Ehren des Ereignisses, dass ich jetzt beim Mosaikfenster. Das heißt, unsere Vogtgebäude, unser Herrenhaus, hat jetzt so Special Slots, wo man gut, aber da brauche ich erstmal einen coolen Ort, oder? Hier so. Aha, aber da brauche ich halt 100 Glas für, ja moin. Aber es geht nicht auf Zeit. Und ich kriege eine neue Handelsroute. Heißt das, hier kommen dann doppelt so viele Händler an? Weil, was ist eine Handelsroute? Also, hands down. Ach so, warte. Handel aktiviert. Oh! Ja, geil. Verbünde mit Klerus. Ja, klar. Jetzt kommen mehr Leute. Was möchten die kaufen? Fische. Geil. Ja, also, alles, was ich viel habe, kann ich raus. Fische, super. Brot, ja. Käse auch. Manchmal 100. Ne, auch 150. Achso, es werden nur 150 gelagert. Ne? Na gut, dann 100. So, Wolle Petri hier. Stoff, machen wir 100. Wollen die irgendwie Wolle? Achso. Wollen die irgendwie Wolle kaufen? Nee, ne? Wolle kaufen? Nö. Ah, die wollen richtig hier Fässer. Ja. Honig. Glas. Haushaltswaren. Junge, was alles noch kommt. Wir sind ja not even close hier. So, Steinblöcke. Machen wir mal auch. Also will ja eh keiner kaufen, oder? Ja. So, Werkzeuge kaufen wir. Noch, muss man auch sagen, ne? Wildschweine, Mahlzeit, Weizen, Mehl, Milch, Kerzen. Hä? Oh, wir können noch eine. Davenport. Für 20 Brot. Was wollen die? Die wollen Brot. Und Steinblöcke. Geil. Okay, wo haben wir hier Brot? Da. Über 150. Ja, easy. Okay, ich glaube, jetzt machen wir deutlich mehr Geld. Also es kommen einfach zwei Händler mehr, denke ich mal, in der Frequenz. Okay. So, wie sieht's hier aus? Meine Fresse, jetzt baut doch die Schmiede. Was ist los? Das habe ich doch viel später in Auftrag gegeben. Kann ich die Dinge priorisieren? Ja. Meine Fresse, das habe ich letzte Folge hier alles gebaut. Was ist los mit euch? Ah, aber das Lager ist fertig. Hä? Also Holz, Kohle, Eisen, Eisenerz. 4... 2. Köhler haben wir 3. Top. Holzfäller haben wir. Gut. Das sieht schon gut aus. Der pflanzt hier Bäume. So. Ja, das muss jetzt mal priorisiert werden. Also, ich kack mich voll. Ja, geht doch.
So, gleich kommt schlechtes Wetter. Ich muss sagen, dass so schlechtes Wetter in Strategiespielen ist oft einfach nur nervig. Und zwar nicht aufs Gameplay bezogen, sondern dann rauscht es hier die ganze Zeit und dann auch so tagelang. Weiß ich nicht. So. Diese Tasse ist käuflich erwerbbar im Hand of Blood Merchandise Shop. So, habe ich jetzt auch mal gemacht. Okay. Dann würde ich sagen, wenn wir 20 Klerus haben, das Herrenhaus schick haben, ich bin schon wieder hier am Limit. Ja, dann würde ich sagen, oh, guck mal, hier sind Steine. Dann würde ich sagen, hier bei den Bären halt wirklich, oder? Hier hätten wir auch nochmal. Hier ist wahrscheinlich auch noch ein Vorkommen, was wir irgendwann mal entdecken. Ja, weiß nicht. Wir probieren das mal hier. Territorium, zack. Okay, so, spulen wir vor. Ja, jetzt wird hier gebaut, endlich, ey. Die lagern schon schön Kohle, toll. Sehr gut. Wir haben so viel Bretter, ne? Ey, könnte man echt überlegen, einen Zimmermann halt wegzunehmen. Aber wir haben mehr als genug Arbeitslose, also, was soll ich sagen? Ist euch mal aufgefallen, dass immer, wenn ich befördern kann, ich gar kein Geld habe? Und immer, wenn ich nicht befördern kann, hab ich einfach zu... Oh mein Gott! Was mache ich mit meinem Geld? Scheiße. Okay, ich könnte schon mal Taverne und alles machen. Soll ich das hier so machen? Was bringt eine Taverne? So, eins nach dem anderen. Jagdhütte, Käserei. Hier. Ach so, ja, ich kann noch mal Alkohol machen, klar. Oh, der braucht auch Weizen, ja, klar. Dann macht es wahrscheinlich Sinn, wenn ich das hier so, oder hier? Ja, hier so oben. Guck mal, kostet Geld, ja? Gehen wir jetzt mal aus, also. Machen wir mal hier so. Ja, die Kühe, die können ja gucken, wo sie bleiben. Gehe ich mal von aus. So. Müssen die auch ein Feld zeichnen? Wissen wir nicht, ne? So, und dann eine Brauerei. Was braucht die Brauerei alles? Weizen, Hopfen, Wasser. Ja, warte mal. Nee, dann mache ich die Brauerei dahin. Schön nah an dem... Der Weizendings, ne? Farm, so. Und dann die Hopfenfarm machen wir irgendwo hier hin. So, ne? Ja. Okay. So. Gut. Drei Bewohner. Mashallah. Dann, wir müssen nochmal gucken. Taverne wollte ich eigentlich gucken. Ja, schlechtes Wetter. Gut, dann ab jetzt nur noch mal drei. Warenproduktion, nee, Gottesdienst, Administration, Dekoration, Meisterwerk. Aha. Na gut. Wo war jetzt Taverne? Hier bei Fressen muss es doch auch sein, oder? Ach. Fassbinderei brauche ich auch noch. Brauche Bretter und Eisen. Ja, dann wahrscheinlich am ehesten hierhin. Würde ich sagen. Auch wenn hier natürlich Holzfäller aktiv sind, aber die haben hier mehr als genug Wald. 300 Gold. Gut. Wo waren die Taverne? Eisenvorkommen gebaut. Nice. So, da kommen jetzt zwei Bergarbeiter rein. So, dann haben wir hier den Kran. Der ist ja ergänzend, genau. Super. Ja, dann warten wir jetzt nur noch, dass die Schmiede fertig wird. Ist sie aber auch gleich. Top. Hier wird auch gebaut. Gut. Ja, bei den Kühen müssen wir mal gucken, wie die jetzt so Platz haben, ne? Beförderung verfügbar. Ich hab wieder kein... Ich kack mich voll. Wirklich. Es nervt mich.
Aber ich kann mal gucken, was das nächste wäre. Burger, ja. Warte mal, hier ist ja einer richtig sauer. Komfort und... Okay, der hat irgendwie kein Haus. Gut, müssen wir mal gucken. Ah, jetzt geht's los. Schön. Die müssen jetzt alle Häuser bauen, ne? Oder bauen Neuankömmlinge auch Häuser? Ich weiß es gar nicht. Ja gut, dann müssen wir hier das Gebiet erweitern. Wird schon passen. Und Kirche erweitern wir gerade sowieso. Das ist fein, ja. Gut, wir konnten fast alle Neuankömmlinge immerhin befördern. Na gut. Junge, Militärmission, wirklich. Schmiede gebaut. So. Zwei Schmiede. Abfahrt. Oh, wir können uns das mal angucken. Wie hier gearbeitet wird, ne? Guck mal, die bringen das runter. Das sind auch Bergarbeiter. Ja, es sind dann wirklich auch Bergarbeiter. Das heißt, ich könnte jetzt meine ultra gelevelten Steinboys da reinschicken. Guck mal, Stufe 4 teilweise. Und dann beim Stein einfach die Lappen hinverweisen. Unzureichende Behausung? Aha. Heißt das, die haben keinen Platz fürs Haus. Okay. Dann erweitern wir mal das Wohngebiet. So. Aber, ja gut. Ja, müssen die wissen, ganz ehrlich. So, jetzt habt ihr Platz. Jawohl. Gut, das wird auch hochgezogen. Stellt euch vor, so bauen die ein Haus. Die bauen einfach Mauern um ein... Also in und um ein Gebäude herum. Geil. So. Ja, ich mache wieder mal drei. Aber die sind schön am Ackern. Das gefällt mir. So, dann brauchen wir ab jetzt, glaube ich... Ja, die brauchen Erz. Okay, zack. Wieso ist jetzt hier oben eigentlich gar kein Eisen aufgelistet? Ah. Ja, ich glaube, dann würde ich jetzt keine Werkzeuge mehr einkaufen. Ich bin der Meinung, dass... Wobei, schadet ja nicht, weil ich sage ja immer bis 25 einkaufen. Kein Zugriff auf Komfort. Ja, wir müssen wieder Siedlungen hübscher machen. Das kostet ja einfach nur Geld. Und Geld haben wir. Es sei denn, wir müssen befördern. Dann haben wir kein Geld. Dann mache ich erstmal ein paar Bäume. Kostet ja auch nur 5. Warte mal, ich lasse mir mal anzeigen, wie die Attraktivität ist. So... Okay, hier dann noch. Ich kann da noch Büsche hinklatschen. Das geht auch wunderbar. So, sollte klar gehen. Jo, hier ist einfach Isengard. Okay. Gut, werden hier Werkzeuge gelagert? Brauchen wir gar nicht. Raus. Was lagern wir anstattdessen? Weil hier werden ja Werkzeuge gelagert. Ne, werden sie gar nicht. Oh, Tatsache. Na gut. Na gut. Wahrscheinlich brauche ich Eisen gar nicht lagern, weil daraus instant Werkzeuge gemacht werden. Naja. Gut. Das blenden wir aus. Das blenden wir aus. Ja. Schick. Soll ich das hier mal anfangen? Ja, ne? Machen wir mal. Aber ich brauche dann hier kein neues Vogthaus, ne? Okay. Also, Sammlerhütte. So. Dann brauchen wir... Jetzt haben wir hier keine Steine. Ist das schlimm?
glaube nicht dolle. Wir werden das hier jetzt mal probieren und es wird gewiss am Anfang nicht klappen. Aber das ist okay. Holzfäller. Ja. Drei neue Bewohner. Forsthaus. So, was brauchen wir noch? Sägewerk. Dann brauchen wir... ja, einen Steinbruch. Den machen wir hier hin. Gucken wir mal. Und dann machen wir hier ein Lager hin, natürlich. Und auch einen Speicher. So. So, eine Bauhütte, selbstverständlich. Die muss eigentlich hier als erstes fertig. Ah, geil. 1, 2, 3. Sehr gut. So. Ach, hier ist Taverne bei Logistik. Okay. So, by the way. Wir haben ja jetzt... was können wir hier alles... unser Markt hier, ne? Da will ich mal gucken. Genau, Kleidung, Fisch, Brot. So, mehr brauchen ja Bürgerliche nicht. Das heißt, wir brauchen ja auch keinen neuen Stand. Ich habe nur überlegt, ob wir noch mehr verkaufen. Ja, nee. Okay. So. Das ist super. Ja, wir haben 34 Werkzeuge. Das sieht gut aus. Hier sieht auch gut aus. Hier oben. Okay. So, hier entsteht schon der erste Weg. Ja, müssen wir mal gucken. Was brauchen wir hier noch? Ein Marktstand für Beeren. So, Wohnhäuser würde ich sagen, kommen hier so hin. Schön grün. Das heißt, hier kommt der Markt hin. Ja, wo muss die Kugel sein? Warte, wir gucken uns das mal hier an. Aha. So, nee. So. Ja, machen wir mal so. So, da werden Beeren verkauft. Super. Hier haben wir drei Holzfäller rein. Wir haben jetzt keine Arbeitslosen mehr. Mhm. Müssen wir mal gucken. So, jetzt wird hier abgebaut. Ist klar. Aber auch hier aufgeforstet. So. Sammlerhütte gebaut. Gut. Ja, ich hoffe mal, dass jetzt einfach viele Leute ins Dorf kommen, ne? Oh, guck mal, aber die upgraden hier auch schon ihre Häuser. Hier noch nicht. Hier brauche ich vielleicht noch ein paar Büsche. Ah, hier wird aber neu gebaut, immerhin. Ja. Könnt ihr ja durchgehen? Ja. Super. Okay. Ja, hier wird doch nicht so gut aufgeforstet. Aber ist okay. Rohmaterialien fehlen. Ja, Eisen, wa? Ja, Eisen, da sind sie... ja, vielleicht hau ich hier doch meine guten Leute rein. Oder? Hm. Ja, ja, weiß nicht. Warte mal, habe ich hier offene Arbeitsplätze? Nicht, dass die direkt dahin switchen. Nee. Also habe ich nicht zugewiesen. Nee. Dann würde ich, das würde ich mal machen. Ich hau mal hier die beiden Besten raus. Das ist einmal Obinet oder Obinet oder so. Zack. Und ja, machen wir Adolf. Adolf. So. Dann werdet ihr beide rausgeschallert. Und ihr beide kommt hier rein. Ja, die müssen erstmal raus.
Ich habe euch gerade freigestellt. Könnt ihr euch bitte verpissen? Machen die erstmal ihre Schicht zu Ende oder was? Kein Zugriff auf Gottesdienst. Ja, ja, die wird schon ausgebaut. Alles gut. Macht. Hallo? Hä, was machen die? Hört auf. Oh, mein Geld. Oh Gott. Diese Luxusprobleme. Hört auf. Fassbinderei. Nee, nee, nee. Ich muss hier jetzt erst was klären. Hört auf zu arbeiten. Warum hören nicht auf? Ich hab gesagt, aufhören. Hallo, arbeitslos. Nein, der arbeitet. Die. Die, Bart. Die. Kranlager, Edelstein? Lol. Ich erzeuge hier passiv Edelstein, oder was? Aha. Bitte hört auf zu arbeiten. Stopp. Hört auf. Jetzt habe ich Stopp gedrückt, die hören nicht auf. Doch. So, warum gehen die nicht? Gut, ich... Also, hä? Was zum... Okay, vielleicht brauchen die Momente, müssen erst Schicht beenden oder so. Ich kann hier schon mal die Kirche anfangen. Also wenn hier so die Siedlung hinkommt. Hier ist Produktion und kommt hier so die Kirche hin. Ja. Ach ja, Tür. Ah, okay, ich kann dieses Glasding auch, was ist los? Meisterwerk des mechanischen Springbrunnens. Euer Handelsgeschick hat einige eurer Dorfbewohner inspiriert und sie möchten zu Ehren dieses Ereignisses in einem ein Meisterwerk des mechanischen Springbrunnens bauen. Optionaler Bonuseffekt, erhebliche Verbesserung der Attraktivität. Aha. Das ist hier wahrscheinlich bei Deko. Ne, bei Meisterwerk. Okay, das ist ein größeres Gebäude. Ja, klopp ich hier in die Mitte, oder? Wie groß ist denn hier der Radius? Sieht man nicht. Wie groß ist der Radius? Sieht man nicht. Stufenpodest. Alter! Okay. Man sieht den Radius nicht. Also den Wirkradius. Okay, machen wir später. So. Ah, sie sind weg. Nee, sind die... Alter! Hä? Ich hab die doch gefeuert! Jetzt! Hey, jetzt sind die Kassen drin. Wie habe ich das gemacht? Egal. So. Und hier... Arbeitslos. Ja, aber wo sehe ich denn... Du warst es? Genau. Wo sehe ich denn deren Skill? Gar nicht. Ah, wer war das noch? Ich sehe deren Skill nicht. Gleicher Beruf. Ja, die arbeiten drüben. Gut, die haben noch nicht lange gemacht. Das passt schon. Okay. So. Das heißt, hier arbeiten jetzt die Profis. Ich habe wieder so viel Geld. Meine Fresse. Gut. So, der Markt. Da wird jetzt eine Person zugewiesen. Du verkaufst Beeren. Hier gibt es einen Träger. Beeren. Und hier gibt es noch nichts. Hier gibt es einen Förster. Machen wir... Schön Eiche. Sammler. Gut. Hopfenfarm gebaut. So, lege ich jetzt hier ein Feld an? Ja, Tatsache.
Ja, gut, dann müssen die Kühe gucken, wo die bleiben. Das wird da. Also, das ist halt wirklich Isengard. Hier wird gequetscht. Hm? Oh, Herrenhaus fertig. Krass. Ja, schick. Dann, richten wir das mal ein. Was kann ich hier noch machen? Ach, hier kann ich auch eine Säule und alles dran machen. Krass. Gut, warte mal. Das hier sollte eigentlich Vogtbüro werden. Aber ich habe ja schon ein Vogtbüro. Wenn das Vogtbüro umso größer ist, mache ich da dann auch... also, sorry, aber das muss das Vogtbüro werden, oder? Ich meine, hier unten oder da oben. Weil dann chillt die Person da, oder? Aber das Gebäudeteil ist zu groß, als dass das das Vogtbüro, glaube ich, wird. Hier. Der Turm ist das Vogtbüro. Nee. Das ändern wir jetzt mal zur Schatzkammer. Und das Ding wird das Vogtbüro. So, und der Rest wird erstmal Schatzkammer. Oh, das hat einiges gebracht. ...2400. So. Und jetzt könnte man theoretisch... Wieso geht das hier nicht? Das ist ja doof. Da oben. Hä? Was eine Scheiße. Ja. Na gut. Gucken wir mal. Ah. Die Kirche ist ein bisschen... Ja, schön. Gut. Müssen wir eigentlich noch mehr upgraden, damit ich hier jetzt endlich genug Prunk habe. Machen wir mal. Ja. Wir können hier mal so... Bringt das was? Nee. Das bringt eins. Wie viel brauchen wir? 6. Mein Gott, was soll ich hier alles machen? Oh, das bringt 10. Okay, ich brauche Glas. Ja, gut. Wie? Oh, Beförderung verfügbar. Alle zu Leibeigene. Okay. Okay, einmal kurz die Zufriedenheit checken. Gottesdienst und Komfort. Aber Gottesdienst kann ich 85 Leute. Ich habe 91. I see. Gut, also das muss hier nochmal geupgradet werden. Dann haue ich hier einfach nochmal... Ja, Bretter habe ich mehr als genug. Dann haue ich hier die kleinen Sachen rein. Oder hier so. Oder hier. Das kann auch der übelste Fiebertraum-Flickenteppich werden, oder? Wäre auch ganz witzig. Aber ich kann es hier auch einfach reinsetzen. Das sieht man nicht. Und dann ist gut. So. Dann habe ich 15 Plätze mehr. Das passt. Okay. So, Glas. Achso, warte. Ich muss hier auch nochmal denen hier Arbeitsplätze geben, ne? Ja, ich brauche tatsächlich Leute. Krass. Ich brauche tatsächlich neue Leute. Das heißt, ich darf erstmal keine Bürgerlichen machen. Ich muss echt jetzt erstmal chillen. Hier ist ganz schön viel los. Wo wohnen die denn? Das würde mich mal interessieren. Okay, das sind die Baumeister. Ja, baut doch hier eure Häuser. Oder nicht? Ihr, die ihr hier arbeitet. Baut doch bitte hier... Oh, ich habe das Wohngebiet neu eingezeichnet. Scheiße. Jetzt haben die schon woanders ihre Häuser gebaut, oder? Oder? Das habe ich verkackt. Die haben doch safe jetzt schon ihre Häuser woanders gebaut. Kann man die umsiedeln? Hier, du. Wo wohnst du? Umquartieren? Ja, kann man. Raus mit der. So. Du. Wo wohnst du? Die hat kein Zuhause. Sehr gut, dann bau es hier. Raus. So, mal gucken, ob die jetzt hier oben ihre Häuser bauen. Okay, ich werde erstmal hier das versuchen, ein bisschen zu in den Griff zu kriegen.
Hatte ich hier noch Gebäude, wo ich Leute brauchte? Nee, nur Hopfenfarm jetzt noch, ne? Gut. Ist eigentlich stupid, dass ich das jetzt schon mache, weil ich brauche das gar nicht. Ich brauche das gar nicht. Ich brauche das ja noch gar nicht. Ich reiß das sogar ab. Scheiß auf die paar Ressourcen, die jetzt reingegangen sind. Ich reiß das ab. Ich baue das erst, wenn ich Bürger habe. So, ich versuche jetzt erstmal das hier auf Vordermann zu bringen, ja? Das heißt, wir hauen hier einen Träger rein. Dann lagern wir hier Holz, Bretter, Stein und... Reicht eigentlich. Mehr haben wir ja nicht, ne? Ja. Gut. Dann Zimmermann. Hallo? Ich hab doch zwei. Arbeitslos, keine Dorfbewohner. Ah, das sind die Hopfenbauer und so. Du wirst Zimmermann? Aleph ist hier Zimmermann. Das ist ja weird. Und du auch. Zimmerfrau. Okay. So, jetzt muss ich gucken, dass sie hier oben ihre Häuser bauen. Ja, sie baut hier ein Haus. Ehre. Okay, so, du zum Beispiel. Wo hast du dein Haus? Spinnst du? Nein. Haus. Du baust es schön da oben. An deinem Arbeitsplatz. Ich glaube, das machen die... Also ich glaube, die gucken schon automatisch, dass sie nahe an ihrem Arbeitsplatz ihr Gebäude, ihr Haus haben. Aber ich habe echt zu spät das eingezeichnet. So. Gut. Kirche wird erweitert. Dann geht Zufriedenheit wieder hoch. Weil der ganze Gottesdienstmangel weggeht. Schön. Hier habe ich dann auch noch was. Toll. So. Jetzt gucke ich mir nochmal die Leute an. Du zum Beispiel. Was bist du? Förster. Wo hast du dein Haus? Raus. Du baust da oben. Das ist klar. So. Wer seid ihr? Wo arbeitest du? Da. Okay, ja. Lol, du trägst von da hier hoch? Okay. Passt. Passt. Ja, guck ich mir mal an. Das ist ein Händler, lol. Du arbeitest... Ja, das ist halt krass. Plus 0 Bewohner, schade. Genau, wo wohnt ihr? Nirgends. Okay, dann baut ihr hier oben hoffentlich noch. So, du, wo wohnst du? Raus. Wo wohnst du? Raus. Ich weiß nicht, ob das wirksam ist, ob die... Oder ob die jetzt einfach wieder da reingehen dann. Du hast frei. Wohin geht denn der, wenn er frei hat? Ah, Wasser! Brunnen? Scheiße. So. Gut, wir lassen das mal ruhen, wir spulen mal vor. Also, ne, lassen laufen mal 3. Gut, Werkzeuge habe ich jetzt 54. Hier wird innen drin gebaut, schön. Wir können aber generell jetzt mal gucken. Nee, können wir nicht. Ja, Glas. Das ist schon eher was. Wobei ich das hier erstmal fertig machen will. Also, letztendlich ist es ein Testgebiet. Aber wenn das funktionieren sollte, dann werden wir tatsächlich hier das ganze Sägewerk Holzgedöns wegmachen.
Und dann könnte hier und auch Forsthaus. Und dann haben wir hier auf einmal richtig viel mehr Platz, um beispielsweise Bier zu machen. Oder Glas. Wobei Glas kann, glaube ich, auch super außerhalb. So, da brauche ich ja Quarz, ne? So. Könnte ich schon mal anrichten. Parallel. Ja, why not? Das heißt, ich hau eine Quarzmine dran. Kann ich auch zwei machen? Okay, aber wir machen erstmal eine. Und wir machen Kran. Kommt hier so hin. Und wir machen einen kleinen Kran, einfach so, weil ist ein Zierelement, ne? Und ein Karren, dann sieht das nach was aus. So, Abfahrt. Dann. Brunnen gebaut, sehr gut. Dann hoffe ich mal, bleiben die jetzt hier oben. Aber hier werden schon drei Häuser gebaut. Das sieht gut aus. So. Dorfkirche gebaut. Ach so, da unten oder was? Die kleinen. Ja, gut. Hier geht jetzt Zufriedenheit wieder hoch, hoffe ich. Und dann kommen auch wieder neue Leute. Und alles ist super. So. Was machen wir hier oben noch? Genau. Da wird jetzt Quarz gemacht. Glashütte. Erfordert ein Bürger. I see. Gut, das heißt, die Reihenfolge ist, wir machen das hier geil, dann aber Holz. Dann kleben wir hier unten alles Holz. Dann haben wir hier Platz. Dafür bauen wir da Bier hin. Wenn wir Bier haben, machen wir einen Bürger. Weil der braucht wahrscheinlich Bier. Nee, der braucht wahrscheinlich eine Taverne. Das heißt, ich brauche... Junge, Nix-Soldaten. Das heißt, ich brauche wahrscheinlich auch noch jetzt Jagdhütte und so. Taverne. Ein Ort zum Trinken. Wir sehen das dann, wenn wir einen Bürger haben, denke ich. Ja? Was soll passieren? So. Wo wohnst du? Sehr gut. Wo? Ich kann doch auch das Gebäude einfach anklicken. Dann gucke ich mir die Leute an. Wo wohnen die? Super. Super. Ah! Alfreduccio. Raus da. Zack. So. Bären. Safe. Ich habe zwei neue Leute. Cool. Hau ich hier einen rein. Und hier einen Träger. So. Als nächstes Baumeister. Du wohnst hier oben. Super. Du wohnst hier oben. Du wohnst hier oben. Oh! Eine Lane! Raus! Mit die Viechers. So, cleared. Förster. Rin. Marquesa. Du wohnst? Perfekt. Top. So, Holzfäller. Perfekt. Eieieiei. Tedilda. Klaus hackt Holz. Versteht er? So, cleared. Schön. Zimmerleute. Aleph. Kein Zuhause. Obdachlos. Beziehungsweise wohnt einfach da in einer Schreinerei. Gut, die werden dann hier bauen, hoffentlich. Lagerhaus. Gut, der wird hier auch bauen, der ist neu. Gut, dann haben wir es, oder? Hier noch der Träger. Willeburg, die Trägerin. Oi, nee, Willeburg, da muss er raus. Hier, ne? Raus. So. Ich glaube, jetzt sollte gut sein. Ne? Die bauen ja kein tolles Gebiet. Das sind ja dreckige Leibeigene, ne? So, dann würde ich sagen, hier noch ein Träger. Jetzt, was ist denn hier wieder los? Mönch nähert sich dem Dorf, schön. Ich habe einen Arbeitsloser, der ist hier gerade in der Hütte. Warum geht er hier nicht automatisch... Was haben die denn hier gemacht? Leute, hier ist der Marktplatz. Ja gut, bin ich selbst schuld, ne? Ja. Na gut. So, die Kirche ist fertig. Top. Mönch bittet um Audienz. 50 Holz. Klerus, I guess, oder?
Ich will prunken, kein Einfluss. Ich kriege aber Einfluss. Ja, dann Arbeiterschaft. Und weg damit. Ah, wir haben... Klar, stimmt. Wir haben ja genug Prunk bei Klerus. Niedrige Steinmauern, Kirche, Handelsbonus. Krass. Eine Nachricht von der Kirche. Gott würde es zu schätzen wissen, wenn ihr ein Monument errichten würdet, was seiner Pracht würdig ist. Baut Kirche. Ach, ich hatte ja bislang nur Dorfkirche. Ja, krass. Ui. Ui, 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 ui. So, und diesmal sind wir ja KLOK und hauen das irgendwie an die Siedlung direkt. Bisschen zentraler. Weil wenn wir uns jetzt mal die Siedlung vorstellen, die ist ja so mondförmig. Naja, nee, hier unten sind ja auch welche. Also so oval, ja. Und das ist schon am Ende der ovalen Form, aber am Spitzenende der ovalen Form. Wir machen es mal lieber am runden Ende der ovalen Form. Irgendwie hier, so. Das ist dann mehr, weil die hier haben ja, die laufen ja einen Tag zur Kirche. Wenn ich es hier habe. So, ne? So stelle ich mir es vor. Zack. Alter. Hauptgebäude. Toll. Kann ich das hochziehen? Jawohl. Ach, dieses Game. Machen wir so. Ja, eine Kirche ist schon groß. Ich hätte es auch gern breiter, dass man immer nur hoch machen kann. Gut. Oder auch lang. Wisst ihr? So. Tür. Großer Turm. Kann ich es oben drauf machen? Nee. Ja, dann runder Turm. Wir machen das mal richtig heftig, okay? Wir machen das mal richtig heftig jetzt. Nee, eher ein Tucken niedriger, oder? Nee, gleich hoch. Weil... So, ne? Scheiße. Toll. So. Ja, weiß ich nicht. Kleiner Turm. Kann ich den so dran klatschen noch? Tatsache. Aha. Das wird so heftig. Ja, Dorfkirche. Stimmt, wir hatten gar keine richtige Kirche. Wir hatten nur eine Dorfkirche. Ja, weiß ich nicht. Nee, das gefällt mir nicht. Den machen wir weg. Erweiterung B ist ja auch schick. Wir machen Folgendes. Wir machen hier noch so eine. Wir copy-pasten das hinten dran. Das wird die heftigste, ich sag euch das, das wird heftige Scheiße. Tuck noch, schön. So, dann können hier jetzt nämlich noch zwei Türme ran. Das wird ja ein fetter Dom, falls ich es noch nicht gesagt habe. So. Tucken. Nee. Hoch wieder. Hey, jetzt zu hoch. Ja gut, hier geht's noch ein bisschen hoch. Wir haben ja ein bisschen Steigung, ne? Schade. Ja, das ist ja kacke, wenn der eine Turm jetzt... Nee, der ist versetzt. Ach, guck mal. Nee, ist er nicht. Der ist einfach ein Tucken höher als die anderen. Ja, merkt man nicht. So. Jetzt wollte ich das gerne... Ach so, nee. Kann ich den mehr nach da machen? Nee.
Ich hatte eigentlich überlegt, so. Oh, ah, ah, ah. Heftig, oder? Was ich hier baue, Leute? Das wird eine heftige... Gott ist groß, sage ich immer. Ja, hör doch auf, nein! Ja, Steuerung ist auf jeden Fall ein bisschen tricky. So, ne? Ein Tucken höher. Ja, das ist jetzt mehr im Gebäude, oder? Nee, ist gut. Sind die gleich hoch? Nee. Ja, das ist, liegt aber wieder daran, dass da einfach ein bisschen höher ist, ne? Nee, doch nicht. So, top. Gut. Okay. Jetzt brauche ich den Glockenturm quasi, ne? Den machen wir, glaube ich, hier in der Mitte dann jetzt drin. Scheiße. Bist du da drin? Oh ja, Tatsache. Oh lol, ich kann den so rausholen. Okay. Junge, kannst auch ein bisschen übertreiben, ne? Das wird echt ein paar hundert Jahre dauern. Hä, warum will der jetzt da nicht rein? Ich will den schon zentral, glaube ich, haben. Ich weiß nicht. Boah, nee, weiß nicht. Die vielleicht ein Tucken niedriger alle? Oh, so ist auch nicht schlecht. Noch ihn. Ja, ich bin auch hobbyberuflich so Level-Designer, ne? So. Kann die Tür irgendwie größer? Das ist ja lächerliche Tür, ne? Okay, so, hier brauchen wir irgendwie noch ein bisschen Sachen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nee, noch ihn. So. Ja, das ginge natürlich auch. Ja. Ja, nee, ist too much. Warte, aber die können weg. Und dann rücken wir das nach hinten. Das kommt gut. So. Ja, ist eine heftige Kirche, Digga. Also, was will man da sagen, ne? Aber eigentlich hätte ich den Turm gerne weiter hinten. Glaube ich. Ist spektakulär. Ich sollte Architekt werden. Ja, dann machen wir es erstmal so, oder? Und hier kommt dann diese heftige Scheiße dran. Wie, das geht nicht. Achso, muss wahrscheinlich... Ah, doch! So nehme ich. Ja, aber das Ovale... das, ne? Finde ich besser. So? Ja. So, das ist eine heftige Scheiße, Digga. Was kostet das? Das kostet... Also es bringt 54 Klerusprunk. 600 Wartungskosten. 600 Wartungskosten. Ja, passt. 350 Steine, 260 Steinblöcke, 120 Bretter, 190 Werkzeuge, Buntglas, nochmal 10 Werkzeuge und 100 Glas. Abfahrt. Gut.
Quarzvorkommen gebaut. Toll. So, hier oben ist ja jetzt eigentlich alles klar, oder? Also das ist gut soweit, ne? Der Laden hier. Ach so, ja. Du wohnst hier oben, ne? Super. Der hat einfach sein Haus genau neben dem Stand gebaut. Das ist smart. Braucht er keinen Bus, ne? So. Beförderung. Ja, alle Leibeigene. So. Machen wir jetzt noch mehr Bürgerliche. Ich glaube nicht, aber wir machen mal einen Bürger. Das machen wir. Einer der Bauern? Ne? Dabei, die bestellen ja das Feld, dann ist da einer halt weniger mal da, mein Gott. Oder ein Bergarbeiter. Das ist auch nicht schlecht. Oh, die ist aber schon eh pisst. Wasser, Nahrung? Okay. Ja, genau, eine... Nehmen wir mal, Haveron. Zack. Das ist jetzt... ein Bürger. So. Und ich würde sagen, damit, liebe Leute, beende ich die heutige Folge. Wir haben ultra viel geschafft. Also, wir haben einen Außenposten errichtet, quasi. Ja. Wir haben unsere Industrie hochgefahren. Ja. Krasse Industrie. Krasser Industriezweig. Ja. Heftig. Und wir haben unsere Dorfkirche, die sieht aus wie Scheiße, aber erfüllt ihren Zweck. Haben unsere Kirche komplett designt, fertig gemacht. Ja, Haus der Weasleys nimmt auch Form an. Und ja, also Alter, was wir pro Folge schaffen, ist krass. Eier und Quarz haben wir angefangen. So, und nächste Folge würde ich gucken, dass wir unseren einen Burger, den wir haben, das ist unser Testobjekt. Da werden wir mal gucken, dass wir dem alles, alle Bedürfnisse erfüllen. Ich werde wahrscheinlich nächste Folge hier dann die Holzproduktion abreißen und dementsprechend hier, wie besprochen, Bier und Fassbinder und Alkohol und Taverne und dann irgendwann wahrscheinlich, ja, Jäger irgendwo bauen. So. Und dann gucken wir mal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi.